Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder mal ein cooles, mega cooles Video für euch. Nämlich, ich verrate es euch nicht, denn sonst wisst ihr es schon, da könnt ihr einfach abschalten. Nein, Scherz. Auf jeden Fall wird es heute spannend. Entschuldige wieder gestern. Ich konnte leider kein Video drehen. Ich hatte leider keine Zeit. Zeit war wirklich sehr knapp. Und darum, ja. Dann dachte ich schon, oh nein. Schade. Naja, lass uns beginnen. Du, Mama, können wir einkaufen gehen vielleicht? Einkaufen. Wenn du nichts dagegen hast. Also, ja, aber bitte haltet Abstand. Okay, wir sind immer noch nicht ganz sicher bei dem Corona-Zeugs. Also bitte. Tschüss, Mama. Oh, Mädchen. Mädchen, was ist denn? Ja, geht's nicht so gut. Oh mein Gott. Schnell gehen. Du Bob. Ich glaube, das Mädchen ist krank. Mama sagte doch, wir sollten Abstand halten. Schnell, Schritt zurück. Nein, nein, ist schon gut. Wir gehen eben. Oh, gut. Oh, das war aber heftig. Das kannst du laut sagen. Fast vergessen. Oh, guten Tag. Guten Tag. Was wollt ihr denn gerne, Kinder? Oh nein, wir haben total die Einkaufsliste von Mama vergessen. Na toll, dann kaufen wir einfach ein paar Eier. Ja. Gut, super. Ich hole euch gleich ein paar. Weil wir erinnern uns, dass Mama gesagt hat, Eier. Ich verstehe zwar kein Wort, Kinder, aber ich hole euch jetzt einfach ein paar Eier. Ja, bitte sehr. Danke sehr. Hallo Kinder, und wie war's denn? Gut. Ja, wo sind denn die Eier? Auf dem Tisch. Oh ja, dumm. Mir geht's nicht so gut, mir auch nicht. Na, dann kommt mal her. Also ich würde vorschlagen, ihr geht mal hoch und legt euch hin. Wenn es euch in einer Stunde nicht besser geht, dann könnt ihr mir das sagen. Ich gehe dann in die Apotheke vielleicht oder dann schauen wir, ob ihr Fieber habt. Also hopp, hopp. Also nun wisst ihr, was los ist. Vielleicht habt ihr es ja auch schon im Titel gesehen. Naja, jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß. Weiter geht's. Eine Stunde später. Aber jetzt fühle ich mich jetzt gar nicht gut. Das kannst du laut sagen. Ich auch nicht. Sollen wir Mama holen? Mama! Mama! Was ist denn, Kinder? Ich bin gerade etwas Wichtiges am Machen. Jetzt geht es uns gar nicht gut. Ich komme sofort hoch. Und wie geht's euch denn? Gar nicht gut. Soll ich euch Fieber messen? Wo ist eigentlich Papa? Der schläft wieder mal. Typisch. Ist das denn etwa eine Ich-will-nicht-Mathe-Test-Krankheit? Nein, nein, das ist echt, Kinder, es ist echt. Na gut, lass uns Fieber messen. So, jetzt gucken wir gleich mal. Oh, ich denke, du hast schon ein bisschen Fieber. Ich schätze so 38,3% Fieber. Und das ist sehr viel. Jetzt du, Marie. Du hast etwa 38,2. Ein bisschen weniger. Woher weißt du das denn so genau? Ich bin nicht sicher. Schade, dass unser Fiebermesser gerade kaputt gegangen ist.
Und mein Fiebermesser wäre jetzt ein bisschen teuer nur für einmal. Na egal. So, ich denke, das ist schon besser. Muss ich euch etwas holen? Mhm. Was denn? Du hast und Hunger. Was wollt ihr denn? Süßigkeiten und ein leckeres Cola. Und ein Smoothie. Nein, nein, vergiss es, Kinder, vergiss es. Cola nur am Wochenende. Auch wenn ihr krank seid. Hm. Okay, also dann ein Tee und etwas Süßes. Na gut. So, hier kommt erstmal der Tee. Danke. Jetzt könnt ihr gerne Danke sagen. Och, Marie, immer zu früh Danke. Marie, ich stelle es dir auf den Tisch. Hier, das könnt ihr trinken, wenn ihr Lust habt. Okay, mir ist langweilig. Ich hole euch jetzt noch etwas Süßes, aber das müsst ihr euch teilen. Ja, okay. 3 Minuten später. Hier, Kinder, hier habt ihr es. Aber trinkt auch bitte den Tee. Gut. Das ist ja schlimm. Ich leg's euch gleich hin. Und wie geht's den Kindern? Ah, noch nicht so gut, also. Ganz im Ernst, wirklich. Oh, jetzt sind ja schon 3 Tage vergangen. Oh, das ist wirklich schlimm. Oh, ich denke, wir müssen sie zum Arzt bringen. Scheint schon, also. Soll ich sie schnell bringen? Ja, mach das, Jones. Und wie geht's euch? Uns geht es schon ein wenig besser, aber nicht so. Oh, Mama sagt, ich sollte euch schleunigst zum Arzt bringen. Ja, Papa, das wäre nett. Aber ich habe Angst, und wenn es eine Spritze gibt? Keine Angst, keine Impfung, keine Spritze, nix. Sie wird euch nur untersuchen. Sehr gut.